Hallo, willkommen zurück auf der Limelight. Es wird mal jetzt Zeit, dass wir euch mal ein aktuelles Update geben, da wir mit unseren Videos ja ziemlich weit hinterherhängen. Ich glaube, wir sind momentan bei 3 Monaten zurück. Deshalb wollen wir heute die Zeit mal nutzen und euch sagen, wie unsere Planung aussieht und wie unsere Vorbereitungen daraufhin laufen. Fangen wir an. Abschied La Paz. Wann sind wir La Paz weggefahren? Am 2. Februar sind wir von La Paz los. Warum sind wir in La Paz losgefahren? Wir wollten es wieder wärmer haben. Es war so kalt. 10 Grad abends, wo jeder seine Heizung zu Hause anmacht. Nur die haben wir ja hier nicht und das war sehr unangenehm. Ja, und außerdem wollten wir die Vorbereitungen hier in La Cruz machen, weil doch das hier etwas günstiger ist und wir auch in die Marina können. Am 2. sind wir von La Paz gestartet und hatten einen anfangs unangenehmen Turn, weil es war ziemlich kalt. Ich hatte Skiunterwäsche an, das darf man gar keinem erzählen. Ja, wir hatten den Wind von hinten, also optimale Bedingungen, aber halt hat der ganzen Tag und Nacht der kalte Wind hinten ins Cockpit reingeblasen und es war nachts schon recht kühl. Also man musste wirklich mit Jacke sitzen, mit langer Hose, mit Mütze. Wir haben einen kleinen Abstecher über Isla Isabel gemacht. Das Video werdet ihr auch sicherlich noch sehen. Diesmal sah es dort ganz anders aus als beim letzten Mal. Und waren dann am 8. sind wir dann in La Cruz angekommen, waren dort ein bisschen einkaufen und sind am 14. dann in die Marina gefahren von La Cruz. Wir sind in die Marina La Cruz gefahren, weil wir uns ja vorbereiten wollen auf unsere große Pazifiküberquerung Richtung Französisch-Polynesien. Ja, das Permit haben wir ja nun schon seit letztem Jahr, sprich einige Monate. Darin steht geschrieben, dass wir am 15. April in Französisch-Polynesien auf Nukuhiva sein sollen. Und um das zu schaffen, weil man ja nun auch nicht weiß, wie die Winde so sind, haben wir beschlossen gehabt, am 15. März von hier zu starten. Das heißt einkaufen, Reparaturarbeiten, einkochen, halt alles, was man so machen muss, um 3 bis 4 Wochen auf dem Meer zu sein und damit alles funktioniert. Leider sieht das jetzt nicht ganz so gut aus. Ja, wie der Nette ja schon gesagt hat, also ein paar Sachen müssen ja gemacht werden, bevor man so eine große Tour macht. Und unser größtes Problem war unsere Einspritzpumpe. Oder ist unsere Einspritzpumpe vom unserem Volvo Penta Dieselmotor. Die hat ja schon seit einem Jahr leckt die ja schon, aber das hat sich immer so in Grenzen gehalten. Aber in der letzten Zeit war es so, ja, dass bei 5 Stunden Motorfahrt schon 1 Liter Diesel dort rausgetropft ist. Und hier in La Cruz gibt es tatsächlich einen Volvo Penta Händler. Und der hat sich sofort bereit erklärt, sich das einmal anzuschauen. Hat einen Mechaniker geschickt und der hat gleich frei fröhlich losgelegt. Ich hatte Informationen eingeholt über Mario. Danke Mario noch einmal. Und da hieß es immer, bau bloß nicht diese Einspritzpumpe im eingebauten Zustand auseinander. Naja, und dieser Volvo Penta Spezialist, der hat dann einfach hinten die Verteilerkappe abgebaut. Und es stellte sich heraus, es war wirklich nur ein O-Ring, der defekt war. Den hat er organisiert. Und beim Einbauen dieser Pumpe, das ging wohl nicht so einfach drauf, sondern er hat das dann versucht, mit Schrauben diesen Verteilerkopf wieder zu befestigen, hörte ich plötzlich hier unten aus unserem Maschinenraum ein Ups. Und da war es schon geschehen. Da hat der tatsächlich die Welle zerbrochen. Ja. Jetzt ging es darum, wo kriegen wir eine neue Welle her? Hier in Mexiko
kann man das bestellen, aber die bestellen es auch in Deutschland und dann dauert das so bis zu 4 Wochen, bis das hier ist. Dann habe ich auch dank Mario eine gute Adresse gefunden, bei dem habe ich das bestellt. Und wir haben es per superschnell Express hierher schicken lassen. Tatsächlich nach 4 Tagen war das Teil hier in Mexiko beim Zoll. Na, jetzt hatte ich ja die Firma gebeten, mir eine Rechnung auszustellen, wo nicht die Mehrwertsteuer und der Transport mit drin ist, damit die Summe unter 500 Euro ist. Weil wir haben gehört, 500 Dollar oder Euro ist hier die Grenze, wo man keinen Zoll bezahlen muss. Das hat er leider versäumt. Jetzt lag das beim Zoll. Und der Zoll hat dann sich gemeldet und sagt, er möchte gerne 200 Dollar Zollgebühren haben. Für einen Teil, das 350 Euro kostet. Ja, wir haben das noch über Bekannte hier versucht zu regeln, aber es war nichts möglich. Wir haben dann die Rechnung gekriegt, das hat leider auch mit Kreditkarte bezahlen, hat es nicht funktioniert. Erst als das Teil hierher kam, mussten wir das dann Cash bezahlen. Natürlich wurde dann die Einspritzpumpe komplett ausgebaut und dabei hat sich auch noch herausgestellt, dass der Zahnriemen und zwei Rollen, die über den Zahnriemen laufen, auch nicht mehr die neuesten sind. Da haben wir gesagt, jetzt haben wir das alles auseinander, dann erneuern wir das auch. Und auf die Teile warten wir jetzt. Und wir hoffen, dass auch der Mechaniker weiß, wie er diese Pumpe wieder zusammenbaut, dass er die einstellen kann und dass Ende dieser Woche hoffentlich unser Motor wieder läuft. Zusätzlich haben wir uns dazu entschlossen, auch nochmal einen Rig-Check durchführen zu lassen, um auf der sicheren Seite zu sein, weil es ist doch schon eine längere Tour, die wir vor uns haben. Und dabei hat sich herausgestellt, dass sich unser Vorstag im oberen Bereich leicht aufdreht. Ja, und das muss erneuert werden. Also wenn sich das weiter aufdreht, dann blockiert das alles und dann können wir irgendwann die Genua nicht mehr einholen. Somit haben wir hier Gott sei Dank jemanden gefunden, den Jason. Der hat sich der Sache gleich angenommen, hat ein neues Vorstag bestellt. Das liegt jetzt schon vorm Schiff. Dabei ist leider auch noch herausgekommen, dass die obere Förderrolle nicht mehr einwandfrei funktioniert. Also haben wir die auch noch ersetzt. Und jetzt wird es hoffentlich morgen, wenn alles gut geht, wieder befestigt und eingebaut. Ja, das waren so die größten Sachen, die wir eigentlich hier vor hatten oder die jetzt aufgetaucht sind. So ein paar Kleinigkeiten müssen natürlich auch gemacht werden. Unser Dinghy ist wieder mal undicht. Das flicke ich jetzt schon zum zweiten Mal. Wir haben hier unten unsere Holzleisten, die sehr abgegriffen waren, abgeschmirgelt und neu lackiert. Verschiedene Wartungsarbeiten durchgeführt. Sobald der Motor läuft, werde ich noch Ölwechsel machen, werde alle Filter erneuern und so das allgemeine Chromputzen, was ja immer zur täglichen Arbeit gehört, muss natürlich auch erledigt werden. Ja, was braucht man noch, wenn man über den Pazifik segeln will? Also wir haben ja 2700 Seemeilen vor uns. Wir fahren nach Nukuheva. Das ist auf den Marquesas-Inseln. Es ist von hier aus ein bisschen kürzer als von Panama. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich durch die Schwachwindzone direkt am Äquator. Da brauchen wir den Motor. Und das wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wir planen circa 4 Wochen. Also die Wetten können noch angenommen werden. Ihr könnt uns ja in den Kommentaren schreiben, was ihr meint, wie lange wir brauchen werden. Und für die lange Zeit, da brauchen wir natürlich auch genügend Lebensmittel sind eingekocht. Von Bolognese-Soße und Braten und Gemüse. Alles Mögliche, was man so braucht, wenn man auch gerade keine Lust hat, vielleicht zu kochen oder zu müde ist. Oder nichts mehr hat. Oder nichts mehr hat. Weil irgendwann sind ja die frischen Sachen auch zu Ende. Ja, aber wir wollten eigentlich auch nur 3 bis 4 Wochen darüber fahren und nicht 2 Monate.
Ja, und dann könnt ihr euch vorstellen, wie das hier ist, wenn hier meine liebe Frau ja am Einkochen ist und so leckere Bolognese-Soße macht und ich die nicht gleich auf meinen Teller kriege. Also das waren Höllenqualen, muss ich euch wirklich sagen. Aber jetzt haben wir ein paar Sachen eingekocht, also nicht wir, sondern die Annette. Jetzt müssen wir noch einen vernünftigen Lagerplatz dafür finden. Wir haben aber auch schon eingekauft, ein paar Konserven und natürlich auch das Wichtigste, Alkoholiker. Weil wir wissen ja von vielen Freunden, die schon dort unten sind, dass es extrem teuer ist. Und da haben wir uns jetzt einen ordentlichen Weinvorrat und einen Rumvorrat und einen Whiskyvorrat angelegt und hoffen, dass wir damit lange in Französisch-Polynesien oder in der Südsee auskommen. Was müssen wir jetzt nochmal? Einkaufen müssen wir nochmal, die frischen Sachen, wenn es dann losgeht. Aber das machen wir kurz einen Tag, bevor wir losfahren. Wir müssen noch ein paar Runden drehen, um den Autopiloten neu zu justieren. Ah, das stimmt. Und wir haben ja auch ein neues Windinstrument eingebaut, weil unser anderes kein Licht mehr hatte. Und unser Autopilot war ja immer ausgefallen zwischendurch. Das lag hoffentlich an der Frischwasserpumpe, die haben wir erneuert. Jetzt ist der Spannungsabfall nicht mehr ganz so groß wie mit der alten und wir hoffen, dass der Autopilot uns sicher darüber fährt. Weil wenn nicht, das wollen wir nicht. Wollen wir gar nicht dran denken. Da wollen wir gar nicht dran denken. Ja, ihr seht, also 15. März Abfahrt. Wird eng. Weil wir haben nämlich heute schon den 10. 5 Tage. Schaffen wir nicht. Glaube ich auch nicht. Also, wenn wir am 20. loskommen. Das ist auch schon knapp. Dann. Ich hoffe und bete, dass der gute Mann diese Pumpe da unten vernünftig einbaut und das Ding nicht nochmal krachen geht. Weil dann sind wir wirklich am. Ja, wir können natürlich auch leider nicht raus aus der Marina. Also wir liegen ja jetzt dann hier schon fast seit 3 Wochen in dieser Marina. Mal über 3 Wochen in der Marina. Ja. Aber es hat auch Vorteile. Man kommt schnell an Land. Man muss nicht erst mit dem Dinghy fahren, wenn man jetzt zum Einkaufen kommt, vom Einkaufen kommt, sondern kann es direkt auf dem Steg hierher bringen und an Bord hieven und dann ist es alles einfacher. Vorgestern haben wir übrigens 2 nette Leute kennengelernt, die Nora und den Hakko von der Segeljacht Anixi. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link von ihrem YouTube-Kanal. Oder guckt einfach hier oben, da habe ich das auch verlinkt. Und ihr braucht auch keine Angst haben, dass es keine Videos von uns gibt, weil der Glenn hat sich dazu bereit erklärt, immer in einem gewissen Rhythmus neue Videos von YouTube hochzuladen und freizuschalten, sodass ihr uns auch da weiterhin schauen könnt. Und ihr könnt uns auch verfolgen. Wir werden jetzt unser Iridium-Telefon wieder aktivieren und dort gibt es ein Tracking, wahrscheinlich einmal täglich oder vielleicht jeden 2. Tag. Den Link dazu findet ihr hier oben auf unserer Webseite. Das war unser Update. Jetzt seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Wenn wir abfahren, werde ich kurz auf YouTube einen Post hochladen, sodass ihr wisst, wann wir losgefahren sind und ab wann ihr unser Track verfolgen könnt. Jetzt euch noch eine schöne Woche und bleibt uns treu. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.